Ich wurde aus meiner Wohnung geworfen und ich versuche gerade Geld zusammenzubekommen für ein Bett. Ich habe nur 50. 50? Das ist zu viel. Das kann ich nicht. Ich kann's wechseln. Nein, 50 ist okay. Wenn ich dir 50 gebe, dann musst du auch was für mich tun. Der Kinocast. Warte, ziehen wir es mal hier durch jetzt. Ja, hier. Genau. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Und jetzt, Achtung, Trommelwirbel. Hab ich nicht. Doch, du Applaus. Du bist überhaupt nicht vorbereitet. Hallo, Kate. Hallo. Oh. Hallo, Chris. Spiel nochmal Ja, Ding Dong. Ja, vielen Dank dafür. Nee, hallo Chris. Wenigkeit, Erik. Schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder in kompletter Besetzung. Jawohl. Yay. Und wir haben tolle Filme mitgebracht. Hey. Oh je. Nee, es sind schon, ich sehe es ja hier in Wertungen, sind ja ganz gute dabei. Der Sneak-Film vielleicht nicht unbedingt. Da hatten wir den Film mit dem deutschen Titel Miller Meets Moses, ein 2-Stunden-Film über ein junges Mädchen, das an Krebs erkrankt ist und also diverse Therapien dafür oder dagegen macht und deswegen ziemlich mitgenommen ist. Der ganze Film ist in Australien gedreht und sie ist an so einer Schule und ist auch während dieser Schulzeit, hat sie halt mit diesen Problemen zu kämpfen, dass sie dann zum Beispiel auch ihre Haare verliert und so weiter. Und während andere Mädchen, andere ihrer Freundinnen völlig unbeschwert da ihre Schulzeit genießen können, muss sie sich halt schon mit dem Gedanken tragen, dass das vielleicht nicht gut ausgehen wird für sie. Und weil sie da auch mehr oder weniger auch gedanklich sehr weit abdriftet und düstere Gedanken hat, machen sich auch die Eltern Sorgen. Der Vater ist Psychotherapeut und die Mutter, was macht eigentlich die Mutter? Weiß nicht. Die ist keiner. Psychisch krank. Die ist Patientin von dem Vater sozusagen. Ja. Und die machen sich Sorgen um ihre Tochter halt, ne, weil gerade so während so einer Therapie ist natürlich auch wichtig, dass man den Lebensmut nicht verliert, ansonsten gibt der Körper halt viel schneller auf. Und eines Tages lernt sie ist glaube ich 16, ne? Sie lernt einen Typen kennen, der schon 23 ist und irgendwie so ein totaler Slacker, lebt irgendwie auf der Straße, dealt so ein bisschen den Moses, wie auch der Name schon sagt. Und ja, der Typ, ich sag mal, ist jetzt nicht gerade Schwiegermutters Liebling, also gesichtstätowiert und völlig rauchend und drogendealend und sonst was alles. Aber irgendwie. Das ist ein Junkie. Ja, Junkie auch noch, ja, drogenabhängig. Und aber irgendwie schafft er es da, ein paar, gedankliche Knöpfe zu drücken bei ihr, dass sie wieder irgendwie Lebensmut bekommt, weil er halt wirklich auf alles scheißt irgendwie und ihm ist alles irgendwie egal und er sieht aber trotzdem, hat da viel Spaß am Leben und ihre Eltern sind natürlich nicht begeistert, als sie ihn mit nach Hause bringt, weil er ist ja wirklich nicht das, was man sich jetzt unbedingt für seine Tochter wünscht, dann gerade auch in so einer Phase, was eh schon schwierig ist, und dann bringt es auch noch so einen Typen an, der auch noch einen Berg von Problemen mit sich bringt, weil der ist bei seinen Eltern rausgeflogen und alles. Und aber er schafft es dann halt irgendwie, ihr neuen Lebensmut einzuhauchen und deswegen wird die Beziehung mehr oder weniger geduldet und dann ist ja auch noch diese Altersdifferenz, weil sie nun 16 ist und er schon 23, ist auch alles nicht ganz ohne. Und ja, diesen vergnüglichen Film hatten wir in der Sneak Preview, wo man überhaupt nicht wusste, was einen da erwartet, zum Montagabend, nachdem man einen harten Arbeitstag hatte, meistens montags. Und das war doch mal was, oder Chris? Ja, ein sehr unangenehmes Thema. Also wenn man das so, klar, für die Betroffenen sowieso, aber für die Zuschauer ist auch immer so ein bisschen diese Konfrontation mit teilweise dann der Wirklichkeit, also mit krebskranken Kindern oder generell der Krebskrankheit, ist ja, mit Krebs ist immer so eine Sache. Das ist, ich denke, viele schieben solche Dinger immer so ein bisschen weg von sich und sagen, ja, okay, hier, aber meine schöne heile Welt. Und die gerät halt in diesem Film auch ganz gewaltig ins Wanken. Also nicht nur ein bisschen, sondern die wankt massivst vor sich hin, diese Welt.
Weil eben die Eltern mit ihrem Kind nicht so recht wissen, wie und was. Und klar, Pubertät ist die eine Sache, die Erkrankung die andere. Also es ist nicht einfach. Dazu hat die Mutter echt mit noch anderen Sachen zu kämpfen. Und dann halt dieser eigentlich völlige Tabubruch, weil man bringt einen Jungen mit nach Hause und dann sagen, ja, hallo, das ist jetzt mein Freund. Okay, kann man mal machen, ist halt ein bisschen schräg dann alles. Und ja, so habe ich den Film im Endeffekt auch empfunden, als ziemlich schräg. Ja, sehr, sehr schwierig und schwer auch. Ich finde, der Film macht es einem auch nicht einfach, weil die Szenen sind halt nicht gefühlt so nicht so richtig chronologisch. Manchmal macht das so Sprünge. Es kommen dann zwar immer mal so Einblendungen, so, ja, hier geht's jetzt darum und da ist das passiert und irgendwie versucht er das da ein bisschen einzuordnen, aber irgendwie macht es einem absolut nicht einfach, dieser Film da irgendwie reinzukommen, weil man wird auch relativ schnell reingeschmissen. Hier, so, das sind die Personen, da gibt es so eine Szene an diesem Bahnsteig, wo die sich da irgendwie kennenlernen und dann gibt es schon irgendwie eine sehr suspekte Szene, wo dann irgendwie der Vater als Psychotherapeut da quasi seine Mutter da in der Praxis da vernascht und so. Das war irgendwie ganz seltsam. Und man wusste ja zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, um was es jetzt hier nur eigentlich gehen soll. Und das ist alles so strange irgendwie, sodass die Figuren sind mir irgendwie völlig fremd geblieben, auch dann, wo uns sie dann vorgestellt wird. Es wird ja auch kein bisschen Wert auf ihr Profil irgendwie gelegt. Was ist sie und wie ist sie jetzt damit umgegangen? Sodass eigentlich diese Entscheidung für diesen wirklich abgefahrenen Drogendealer-Typen, die ist mir völlig fern geblieben. Also, dass die sich da ineinander verlieben. Manchmal kann man das ja nachvollziehen in irgendwelchen Filmen, wo das dann irgendwie glaubhaft erklärt wird oder so. Aber hier, wo man sich die ganze Zeit fragt, was will die mit diesem Typen? Ja, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, die ganze Zeit nicht. Also, ja. Und das ist ja nur Dreh- und Angelpunkt im Film gewesen. Und ja. Ja. Also ich habe mich echt schwer getan, irgendwie überhaupt eine Bindung zu einer der Figuren irgendwie aufzubauen oder auch einen Zugang dann dazu zu bekommen. Weil ich fand es teilweise ein bisschen seltsam geschnitten. Das ist mal das eine. Und das andere, was ich extrem anstrengend fand, war, es gab Szenen, deren Sinn sich mir überhaupt nicht erschlossen haben. Klar kann man sagen, ja, es gibt mal eine Tanzszene, um zu zeigen, wie frei sie da ist und wie frei sie von ihren Sorgen sein kann und wie sie loslassen kann und alles. Okay, aber das, wenn ich dann 4, 5 Tanzszenen habe, dann hört es irgendwann auf, weil, okay, wir haben es begriffen, ja. Das ist so richtig mit der Nase drauf gestochen, so, okay, pass mal auf, die hat's echt schwer. Und falls ihr es noch nicht kapiert habt, die hat's echt schwer. Und auch diese Beziehungen in der Schule, wo mit den Mitschülerinnen, da entstehen einfach auch die fand ich viel zu schwach. Da hätte man viel, viel mehr draus machen können. Um einfach, wie du schon gesagt hast, das Profil etwas zu stärken. Aber ja, da war... Es blieb vieles blass, blieb vieles luftleer für mich und das war dann für mich einfach auch nicht gut. Das Ende war auch extrem, ich würde es natürlich jetzt nicht verraten, vielleicht bekommt den Film nochmal jemand in der Sneak Preview. Aber da war auch so, what? Also, wäre ja auch mein Job, das Ende verraten. Ja, also war wirklich so, was wollt ihr mir jetzt hier erzählen? Also das war überhaupt nicht stimmig dann und hat nicht gepasst, so in der Form. Eine starke Szene fand ich, wo die quasi auf der Schultoilette ist und diese Klassenkameradin ihre Perücke mal ausprobieren will. Das fand ich eine ziemlich starke Szene, aber das war auch wirklich so ziemlich die einzige, die mir so halbwegs in Erinnerung geblieben ist, als eine wirklich gute Szene. Genau das ist der Punkt. Da tue ich mich extrem schwer, weil ich sage, genau das ist eine völlig verschenkte Szene im Endeffekt. Aha. Weil die viel mehr Potenzial hatte, meiner Auffassung nach. Da wäre viel, viel mehr gegangen. Da hätte man richtig in die Tiefe nochmal gehen können, um auch zu zeigen, okay, was das alles bedeutet, aber... Ja, nee, mehr auf jeden Fall. Mehr wäre auf jeden Fall gegangen, hast du recht. Bleibt super, super blass und viel zu lang. An diesem ganzen verwirrenden Brei war das so die Szene, die mir noch so mit rausgestochen hat, wo ich dachte, okay, das ist jetzt mal...
da wird jetzt mal so ein bisschen deutlich, was sie empfindet und wie sie tickt und so. Das hast du ja die ganze Zeit, das sind völlig irrationale Sachen, was sie dann macht, wo man nicht weiß, wo kommt denn das jetzt her? Also ich meine, so als 16-Jährige, ja, da kommt da so ein halbgeweigter Typ, ey. Also ich weiß nicht, war für mich alles nicht so stimmig, der ganze Film. Ja. Ich glaub, nachdem seine Hintergrundgeschichte war auch völlig, ja, was ich überhaupt nicht, vielleicht sollte man noch erwähnen, Ben Mendelsohn spielt ja mit. Ben Mendelsohn, den kennen wir ja aus Star Wars zum Beispiel. Oh, ich höre wildes Klicken, so, oh Gott, der heißt Ben Mendelsohn. Ben Mendelsohn. Ja, wen hat er in Star Wars gespielt? Na, diesen einen Typen da hier, diesen, was war das, nicht von der, von den Bösen, diesen einen Offizier oder was das war. Austin Krennic in Rogue One. Ja. Austin Krennic. Ach, in Rogue One, okay. Da war dieser Offizier, ne? Genau. Und unter anderem auch den Sheriff of Nottingham in Robin Hood, in den letzten hat er auch mal gespielt schon. Und ja, der Name sagt mir was, aber ich habe jetzt kein Gesicht dazu. Ah, wenn du den siehst, den erkennst du bestimmt sofort. Wenn du bestimmt, jetzt ja. Das Gesicht auf jeden Fall, den erkennst du sofort. Wirklich. Ja. Ich google das mal. Der war zuletzt in so vielen Filmen immer wieder. Und Ready Player One spielt er ja auch mit, der Bösewicht. Ach, der. Siehst ja, klar. Ja, und das ist halt wirklich so. Plotline, genau. Eigentlich schon ganz gute Schauspieler, aber nee, hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Ich vergleiche ja gerne so Filme mal ab und zu, gerade solche auch mit so diesem kleinen Bach, der durch den Wald fließt und vor sich hin plätschert und ab und zu mal so ein bisschen, oh, jetzt nehme ich etwas Fahrt auf. Wenn man das hier anwendet, dieses Bild, dann haben wir einen kleinen Bach, der immer mal wieder versandet und vertrocknet und dann wird er kurz freigetanzt. Ja, aber dafür war es eigentlich ein zu schweres Thema, das so als Plätschern Bach hier. Aber ja, ja. Komischerweise stehen wir, also mit dieser Meinung, ich höre da raus, du denkst da so ein bisschen ähnlich wie ich über den Film. Wir stehen da so ein bisschen allein auf weiter Flur. Also zumindest die Presse hat den Film sehr, sehr gut angenommen und der hat ja auch diverse Preise gewonnen. Also ich möchte mal nicht ausschließen, dass wenn den jemand sieht, der... Ja, der da irgendwas dran findet, dass den wirklich mitnimmt und dass er den wirklich sehr, sehr gut findet, den Film. Aber für uns Montagabend war das irgendwie nix. Ja, genau, das ist das, was ich aber gerade gesagt habe. Ich habe keinen wirklichen Zugang dazu gefunden. Ja. Weil, obwohl ich nicht, weil ich das Thema von mir wegschieben will, sondern einfach, weil, ja, weil man das kann man machen, dass es einen mitnimmt, auf eine Reise nimmt und emotional berührt. Und das hat es halt bei mir nicht. Das hat nicht funktioniert. Ich gucke gerade in der IMDb, ist es auch ein paar Leute, die so eine unterdurchschnittliche Wertung geben, aber viele auch sehr, sehr gute Wertungen. Also wenn ihr den in der Sneak bekommt, dann ja, lasst euch mal drauf ein und guckt mal, ob es was für euch ist. Vielleicht bläst es euch weg, wie viele von den Kritiken, von den Kritikern hier. Vielleicht geht es euch auch so wie uns, dass ihr nicht so viel damit anfangen könnt, mit der Art, wie es dargestellt ist und alles. Also ich gebe 3 von 10 Punkten. Da ich keinen Zugang hatte und mich vieles in dem Film einfach schlicht wirklich genervt hat, bin ich bei 2 von 10. Ah, jetzt steht es ja hier drin. Ja, 2. Ja. Aber in der Metropolsnik-Gruppe ist, glaube ich, auch dasselbe Bild wie in der allgemeinen Presse. Also ein paar Leute haben sogar 8 Punkte gegeben hier. 7 Punkte einer. Und dann gibt es wieder die niedrige Punktzahl gegeben haben, so 2, 3 und 4 Punkte. Also es mischt sich da. Genauso wie bei den Kritiken in der Pressewelt. Ja. Also entweder es reißt einen mit und es gefällt einem oder halt nicht. Deswegen bin gespannt. Ich habe noch nicht gehört, dass den irgendjemand anders in der Sneak hatte. Bin gespannt, wenn das dann jemand bekommt. Falls ihr den in der OV-Sneak habt, im Original heißt der Baby Teeth, also Milchzahn, vielleicht übersetzt. Weil da gibt es ja auch so eine Story im Film, die habe ich dann allerdings erst zu Hause kapiert, was die eigentlich sollte. Weil der ganze Film hat mich so verwirrt und teilweise auch, ich weiß nicht, ich habe ein paar Mal mein Handy rausgenommen und irgendwie ein bisschen das was anderes nachgeguckt und irgendwie, weil es war teilweise so komisch. Aber Erik, ganz ehrlich, unter uns, also ich habe kein Problem damit, wenn du während dem Film das Handy rausholst und dann kurz was anderes guckst und so. Ist ja voll in Ordnung, kann man ja machen, mache ich auch ab und zu. Aber bitte, Erik, nicht mehr Pornos gucken und so laut stellen. Und dann wenigstens mit Kopfhörern, ne? Also nicht mit dem Speaker, ja, der bitte. Da drin. Das wäre
Habe ich was verpasst? Nicht mit der Boombox dann da drin, mit der Bluetooth-Boombox. Das wäre schon nett. Ja, aber die um mich rum fanden das ja ganz okay, weil die fanden den Film auch nicht so. Ja. Nehmen dir Saat keiner. Selbstverständlich. Ich saß nicht alleine. Links von dir saß Fabi. Ja. Naja. Okay, also wir fanden den nicht so besonders. Miller meets Moses, aber andere fanden den wiederum gut in der weiten Welt des Internets. Vielleicht findet ihr den auch gut. Wie sieht's denn aus mit dem Tipp für morgen? Was ist da der Hinweis? Tipp für morgen. Sneak 1060 am 28.09. Also wir beschließen den September an mit der morgigen Sneak schon mal. Und der Tipp da dafür lautet schlicht und ergreifend korrupt. Und sind da schon Hinweise eingegangen, Kate? Ja, es gibt zwei Tipps. Einmal vergiftete Wahrheit und es ist zu deinem Besten. Vergiftete. Ich weiß nichts zu den Filmen. Also vergiftete Wahrheit hatte letzte Woche schon mal jemand getippt gehabt. Das ist irgendwie so ein Film mit Mark Ruffalo oder sowas. Als Anwalt, so eine Art Aaron Brockovich mit Mark Ruffalo. Und das andere, wie hieß der andere nochmal? Es ist nicht. Es ist zu deinem Besten. Mal gucken, ob ich da auf die Schnelle was finde. Es ist zu deinem Besten. Mit Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel. Und Hilmi Sözer. Kennt ihr noch jemanden? Der war hier bei diesen Ballermann-Filmen mit dem hier, wie hieß er, der Ballermann 6 hier gemacht hatte, hier der deutsche Komiker. Ihr wisst doch, wen ich meine. Mit der Bombenmütze. Oh, Leute. Tom Gerhardt, genau. Die beiden zusammen. Begann. Das war ja sein... Wie ich halt gerade das Quiz für diese Woche auch schon gelöst habe. Habe ich erwähnt, dass ich den sogar mal live getroffen habe. Der war mal im Kino in Gera. Hat er irgendeinen Film vorgestellt gehabt. Also so privat ist der voll cool. Mit seinen Filmen, ja, kann man nicht so viel anfangen. Also ich jetzt nicht so viel anfangen, aber die waren ja damals ein Riesenerfolg. Der hatte damals so einen Film, wie war denn das? Das spielte irgendwie im Mittelalter. Da ist der mit so einem Schwein, wie so ein Hund neben Siegfried, war das Siegfried der Film oder sowas? Und den hat er promoted. Okay, schauen wir mal, was davon vielleicht kommt oder vielleicht wieder ganz was anderes, denn letzte Woche haben ja die Tipps auch nicht gepasst auf den Film, der dann tatsächlich lief. Wobei ich nicht weiß, was das mit Good or Bad zu tun hatte, der Film. Verstehe den Tipp ja, doch, nicht. Ist es gut oder schlecht? Was, der Typ? Der böse Bonk, der Junge, ja. Ist ja, aber er ist gut für sie, aber eigentlich ist er ein böser Junge. Naja. Dann lieber das andere mit After Passion gucken hier. Da ist das eindeutiger. So, wir haben, Moment, Ding Dong Heimkino hier. Heimkino. Ich mal kurz hier Licht anmachen. Wir haben eine Rezensionsdisk bekommen. Die werden der Chris und die Kate auch noch schauen, hoffe ich mal, bis nächste Woche, denn ihr werdet euch jetzt mal anhören, was ich dazu zu sagen habe. Es ist ein Film mit Jeffrey Dean Morgan. Den habe ich zuletzt gesehen bei The Walking Dead. Da hat er mit einem Baseballschläger irgendwie Leuten den Kopf weggehauen da. Und, mit Lucille. Kann man mal machen, ja. Ja, Lucille, genau. Das war dann auch der Punkt, wo ich aufgehört habe, das zu schauen. Weil es war mir irgendwie zu blöd. Diese Szene speziell und das, was dann danach noch so kam. Also fehlen mir irgendwie die letzten zwei Staffeln, wenn ich da richtig rechne. Jedenfalls, Jeffrey Dean Morgan spielt einen New Yorker Detektiv, Jacob, und dessen Tochter ist auf Hochzeitsreise in London gewesen, denn sie ist dort umgebracht worden. Und er ist ja selber Detective in USA und will da halt irgendwie auf jeden Fall hin, um vielleicht gucken, ob er da irgendwas... ob er da irgendwie helfen kann oder irgendwas mit seinen detektivischen Fähigkeiten. Und natürlich will er auch da irgendwie, muss er ja da hin, um die Leichen dann irgendwie zu überführen und sowas. Und ja, das Paar ist halt auf eine bestialische Weise umgebracht worden und die ganzen Leichen sind noch so, wie so ein Bildnis dargestellt worden. Also es wurde das Blut abgelassen von den Personen und die Leichen wurden wie so ein Kunstwerk hintrapiert. Und vorher wurde eine Postkarte geschickt an eine Redaktion einer Zeitung und er erfährt, dass das auch noch wohl in anderen europäischen Städten
passiert sein soll. Also konkret gibt es da einen Hinweis aus Madrid, wo was Ähnliches passiert sein soll. Und weil natürlich die Europäer alle nichts können, muss natürlich der Amerikaner kommen und denen erstmal sagen, hier so, hey, Serienmörder und so, das ist ja, die ziehen hier rum und so. Und mit ihm will aber keiner so richtig reden, keiner will so richtig mit ihm die Informationen auch teilen, und weil er auch gerade auch ein Betroffener ist und so, gleich gar nicht, weil er aus persönlichen Motiven, das ist ja auch so, wenn in der Polizei, wenn es da irgendwie einen Fall gibt, wo jemand persönlich betroffen ist, darf der auch nicht in dem Fall ermitteln, und deswegen wollen sie es gleich gar nicht mit ihm teilen. Und er findet dann aber so ein paar Hinweise und macht sich dann so auf den Weg. Unter anderem lernt er jemanden kennen, nämlich Joachim Krohl, der in München an dem Fall arbeitet. Kennt ihr noch Joachim Krohl? Der hat zum Beispiel bei Der bewegte Mann mitgespielt und so. Ich mag den eigentlich sehr, von den deutschen Darstellern. Sagt mir was, ja. Und er spielt immer so schön zurückhaltend, und hier spielt er halt so einen Polizisten, der dann auch seine Notlage erkennt und ja, ihm hilft und ein paar Hinweise gibt und sich dann auch mit einbringt in den Fall. Und ich will mal nicht zu viel verraten. Es ist halt so, wie gesagt, es gibt mehrere Fälle. In Madrid gibt es einen Fall, in München gab es einen Fall, und alles, es handelt sich offensichtlich, ja, nee, jetzt darf ich nicht zu viel verraten. Also, weil das ist ja auch ein Punkt, dass man da so miträtseln kann, wie ist das passiert, wie bewegt sich der Mörder oder die Mörder oder die Mörderin oder so durch die Welt, und wie kann man der Person habhaft werden. Und hatte ein paar Längen der Film mittendrin, fand ich, die es nicht unbedingt gebraucht hätte. Also man hätte bestimmt manche Sachen so ein bisschen straffen können. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen spannender gewesen. Aber so ab einem bestimmten Punkt hatte mich dann der Film gehabt, den ich jetzt nicht verraten kann, weil das hat was mit der Story zu tun. Und da gab es dann so einen bestimmten Punkt in der Story, wo ich dachte, okay. Weil da war das nicht so ein ganz sinnloses Herummeandern und irgendwelchen Hinweisen nachrennen, sondern dann konkretisiert sich das so langsam und dann nimmt das so ein bisschen Fahrt auf. Und ab da hatte mich dann der Film richtig gehabt. Ich muss auch sagen, ich habe die Blu-ray, die wir hier zur Verfügung gestellt bekommen haben, ich habe am Anfang, habe ich die auf Deutsch geguckt, weil ich dachte, ja, kannst hier ein bisschen mitlaufen lassen, während ich hier im Hintergrund schon mal den Beitrag vorbereite. Habe ich auch festgestellt, die Stimmen gefallen mir irgendwie gar nicht, die deutschen Synchronstimmen, und habe dann auf Englisch umgeschaltet, und da hat es wesentlich besser gepasst. Und da war es sogar so, dass Joachim Krohl hat sogar eine Zeit lang Deutsch gesprochen in der Originalfassung, also im Englischen. Und das wurde dann für die englischsprachigen Zuschauer dann untertitelt dann, und hatte halt viel mehr so den Lokalkolorit, weil die sich ja auch in verschiedenen Ländern, in europäischen Ländern bewegen, und wenn dann jemand Englisch spricht, dann hat er auch so den entsprechenden Akzent von dem jeweiligen Land in seiner englischen Sprache und so. Das fand ich schon wesentlich näher dran und hat mir auch viel besser gefallen dann. Insgesamt ist jetzt nicht so der ganz riesengroße Wurf, aber schon ein guter Krimi, fand ich. Den man, ja, also hat mir Spaß gemacht, ist zu viel, ist vielleicht das falsche Wort. Also der Film an sich hat mir gefallen, so wie er gemacht war und wie er mich bei der Stange gehalten hat, dass ich da interessiert war, weiter zu gucken. Und man hat ja wirklich schon viele Krimis gesehen, und meistens hatte man ja schon so gedacht, ja, ich weiß, mir macht keiner mehr was vor, ich weiß, wie es abgelaufen ist, und hier ist so, na, ist nicht ganz so, weil da kommen dann immer mal so peu à peu so Hinweise rein, wo man denkt, nee, ich weiß es nicht, ich lass mich mal überraschen, was die jetzt, wie es da, in welche Richtung es dann geht. Und der Showdown, der war auch sehr, sehr abgefahren, und also mir hat der Film echt gefallen. Das klingt definitiv nach einem Film für mich. Genau, also ich habe noch überlegt, also ist auf jeden Fall ein guter Film, und gut, da bewegen wir uns im Bereich zwischen 6 und 7 Punkten, vielleicht gebe ich mal 6,5 Punkte von 10. Und Jeffrey Dean Morgan spielt das auch ganz gut. Und ja, der ist toll. Ja. Okay, dann war das die Rezensionsdisc The Postcard Killings. Bin mal gespannt, was ihr dann dazu sagt. Und Kate, du hast noch einen Film geschaut, der relativ aktuell auf Netflix, glaube ich, erschienen ist. Ganz genau, der kam jetzt vergangene Woche raus.
genaues Datum kann ich euch gerade nicht sagen. Es geht um ein junges Mädchen namens Enola Holmes, gespielt von Millie Bobby Brown, die wir aus Stranger Things kennen zum Beispiel. Sie lebt im viktorianischen England bei ihrer Mutter, wird von der großgezogen. Die Mutter wird gespielt von Helena Bonham Carter. Also wir fangen hier schon an mit einer sehr netten Besetzung. Sie wird aber nicht wie die typischen Mädchen aufgezogen. Die meisten müssen irgendwie aufs Internat und gehorsam und gerade sitzen und der Löffel gehört dahin und das Messer muss dahin und du musst sticken lernen und kochen lernen und so war das damals. Sie wird allerdings komplett anders erzogen von ihrer Mutter, denn sie wird zur Selbstständigkeit erzogen. Sie lernt Jiu-Jitsu, die Kampfsportart, hat Unterricht von ihr in Alchemie und also alles Mögliche. Sie versucht ihr alles beizubringen, um sich eben gegen diese kaltschnäuzige Männerwelt zu behaupten. Was natürlich dazu führt, dass an anderen Punkten ihre Erziehung ein bisschen leckt, in Anführungsstrichen, mit den Umgangsformen und so. Das wird dann für ihre Brüder, nämlich Sherlock Holmes, gespielt von Henry Cavill, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und ihrem anderen Bruder Mycroft, gespielt von Sam Claflin, zum Problem, denn die Mutter verschwindet eines Morgens. Eines Morgens ist sie einfach nicht mehr da. Daraufhin tauchen dann die Brüder auf, um rauszufinden, was passiert ist und wie die Mutter hin verschwunden ist. Und da ist quasi dann ihre kleine Schwester, dieser kleine, ungepflegte Rüpel vor ihnen steht, sagen sie, also mit dir können wir hier so jetzt nichts anfangen. Du darfst jetzt erstmal aufs Internat und wir kümmern uns um alles andere. Werd du mal zu einer wohlerzogenen jungen Dame. Das will die kleine Enola aber nicht. Die wehrt sich dagegen und nimmt halt Reis aus, um auf Spurensuche nach ihrer Mutter zu gehen. Was dabei rauskommt und wie sie ihren Brüdern entwischt und wie selbst Sherlock Holmes feststellen muss, dass seine Schwester ganz schön clever ist. Und vielleicht so clever ist wie er selber. Das wird im Film eben erzählt. Der Film ist relativ lang, er geht fast 2 Stunden. Auch hier gibt es bestimmt Momente, wo man sagen könnte, okay, die könnte man weglassen. Aber ansonsten ist es eine sehr, sehr spannende und auch lustige Jagd durch London. Schauspielerisch top, also Besetzung perfekt. Ich hätte mir das auch gar nicht anders gewünscht. Es bezeugt auf allen Linien. Ich bin ein großer Helena Bonham Carter-Fan, deswegen auch wieder hier in dieser ein bisschen abgefahrenen Mutterrolle kommt sie wieder sehr gut zur Geltung. Und Millie Bobby Brown wird einfach immer, 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 immer besser. Das ist unfassbar. Gebe ich 8 von 10 Punkten. Kann man mal anklicken. Ja, weißt du, warum ich es nicht geguckt habe? Weil das wirkte für mich sowas wie so eine amerikanisierte Version von, ja, wir nehmen jetzt mal hier so ein bisschen Name-Dropping, ja, Sherlock Holmes und so weiter. Und das sah für mich alles irgendwie so komisch aus. Nee, ich sah nur, wie es für mich aussah, so von dem, weil Netflix hat mir das ja auch empfohlen. Da habe ich irgendwie gelesen, ja, sie ist die Schwester von Sherlock Holmes und so. Und dachte ich, oh Gott, was haben die da jetzt wieder gemacht? Das machen sie ja ganz gern mal. Es ist aber tatsächlich sehr sympathisch gemacht. Weil kommt im Trailer, ist jetzt kein Spoiler oder so, weil sie spricht ja auch mit dir als Zuschauer. Ja, sie spricht ja auch ab und zu mal in die Kamera direkt und erklärt die Situation, wie sie jetzt ist. Ja, und das ist einfach auch ein bisschen auf eine erfrischende Art und Weise gemacht, aber bleibt sich trotzdem innerhalb dieses viktorianischen Stils schon treu. Und auch, was sie sich so ausdenkt, wie sie da jetzt hinter neue Spuren kommt und so, ist einfach ist schön gemacht. Ah, vielleicht gucke ich doch mal rein. Gucken. Ja. Okay, Chris, hast du da reingeguckt auch? Oder noch? Nö, nicht? Nee. Noch nicht. Reizt dich das? So? Ach, ja, geht so. Er schaut, wie gesagt, relativ lang mit 2 Stunden. Ach, du meine Güte, okay. Ja, was mir aber zum Beispiel gut gefallen hat, also jetzt ohne irgendein Ende zu verraten, ich glaube, dass man da aufbauen könnte. Ich denke, da wäre ein zweiter Teil möglich.
Ja. Einfach weil das ist so ein bisschen wie eine Vorgeschichte. Origin Story. Ja, also ich finde, das ist das perfekte Ende so quasi, um noch einen zweiten Teil zu machen. Bei manchen Filmen kann ich mir das manchmal nicht vorstellen. So, willst du jetzt da noch einen zweiten Teil draus machen oder so? Ist doch alles erzählt worden. Aber hier hatte ich am Ende das Gefühl, erst habe ich gedacht, eine Serie wäre geil. Wenn man daraus eine Serie machen würde, dann hätte man viel mehr Potenzial, auch mehr Details einzufügen noch oder auf andere Sachen mehr einzugehen. Und dann war der zweite Gedanke, ja geil, ist eine coole Vorgeschichte. Nächster Film bitte. Wann kommt der? So. Klingt spannend. Also ich werde mal reinschauen. Dann. Ja, guck mal rein. Ja. Dann, ach ja, stimmt, ich habe ja auch noch einen. auf Sky läuft gerade ein Film, der heißt Hollywood-Türke. Und ich kannte mich erinnern, wir hatten da bei den Kinostarts mal drüber gesprochen und ich hatte noch so eine Erinnerung, ja, da geht es um einen, der irgendwie in Hollywood Fuß fassen will. So, ganz so ist es nicht. es geht, oder die Komödie ist von und mit Murat Ünal und der spielt einen Typen, der relativ erfolgloser Schauspieler ist. Und versucht immer Rollen zu kriegen und kriegt sie nicht, weil wenn er Rollen kriegt als Türke, dann sind das meistens nur irgendwelche Drogendealer und sonst was alles. Und ja, das wird halt auch schlecht bezahlt, also Hauptrollen sind ganz rar gesät. Und irgendwann kommt er halt mal auf die Idee, sich als, ach genau, da liest er eine Anzeige, dass eine junge Dame, eine Amateurfilmerin, die will halt so eine Doku drehen und die sucht halt Italiener und er gibt sich dann halt als Italiener aus. Und das ist das Riesending in dem ganzen Film. Ja, also, dass er nun, der Türke, gibt sich als Italiener aus. Mit allen Verwicklungen, die das damit zu tun hat, weil, ach, was weiß ich, er wird dann auch mal zu den Eltern eingeladen und sie hat halt dann irgendwelches Schweinefleisch gemacht und sowas und da, ach, alles solche Sachen. Ich fand den Film zu keinem Zeitpunkt irgendwie so richtig witzig. Es war alles so extrem klischeehaft. Der Hauptdarsteller ist voll sympathisch. Also ich hätte mir gewünscht, dass der irgendwie, ja, sich selber irgendwie eine bessere Rolle, weil das war alles irgendwie schon tausendmal da und diese Klischees und die Stereotypen, die dann drin sind, das war alles so bäh. Und ich hätte es fast gesagt, typisch deutsch, aber es ist ja offensichtlich von einem Türken produziert, der Film. Und aber so diese ganze Sichtweise, so diese Stereotype, ach, das ist alles so, so verkrampft und althergebracht und die Outtakes am Schluss, die waren echt witzig auch, die so in dem Film anscheinend entstanden sind, weil das ist natürlich auch mit wenig Mitteln produziert worden, der Film, und da ist natürlich auch einiges schiefgegangen auch, das fand ich wieder sehr lustig. Also, aber auch hier, wie bei dem anderen Film, den wir in der Sneak besprochen hatten, da teilt sich irgendwie das, weil manche fanden den extrem witzig hier, wenn ich das so lese, die Kritiken, und manche konnten damit nicht so viel anfangen. Ich gehöre leider zu denen, die damit nicht so viel anfangen können. Und gebe dem Film, lass mich mal überlegen, sag mal 3,5. 3,5. Ach Gott, so schlecht. Ja, läuft jetzt gerade auf Sky. Wie gesagt, ich hatte den mal laufen lassen, weil ich dachte, ich hatte irgendwas in Erinnerung, dass da irgendeiner nach Hollywood gehen will. Dachte ich, okay, wenn das so, hätte mich interessiert, wie der dann so in Hollywood Fuß fasst, aber damit hat es irgendwie überhaupt nichts zu tun. Okay, dann sind wir ja schon so weit hier durch mit den gesehenen Filmen. Dann werfen wir doch mal einen Blick, was so Neues anläuft und wie es in den Charts aussieht. Kinocharts und Neustarts. 2, 3, 4. Ja, es gibt eine Top 5. Muss man mal gucken. Manchmal 2, 3, 4, 5. Ja, durchzählen, ja. Scooby ist auf Platz 5. Den habe ich ja auch schon gesehen. Voll verwedelt. Ja, auf Platz 4. Jim Knopf und die wilde 13. Preview. Also, das ist jetzt wieder die Diskussion, ne, mit Jim Knopf, oder? Oh je, da gibt es wieder Ärger, weil jetzt hier, das ist jetzt die Preview hier reingekommen in die Charts und so. After Truth, Mensch, Chris, da warst du bestimmt in allen drei Vorstellungen pro Tag drin, oder? Dass sich das so. ja, natürlich. Natürlich. Ja. Ich gucke den mir halt nicht neben einem anderen Film in der Sneak an. Genau. Platz 2, The New Mutants. Hält sich ganz gut da oben, ne? Ja, und Tenet.
ist immer noch auf Platz 1. Den wir immer noch nicht gesehen haben. Ja, vielleicht, wird das mal hier, mal gucken. Ja, euer Kinopodcast Nummer 1 und der Film überhaupt, der dieses Jahr die Kinos mitrettet. Ja, nee, guck mal nicht an. Du, haben ja alle anderen schon besprochen, da müssen wir ja nicht auch noch, also wir sind ja jetzt nicht hier, also wir müssen ja nicht noch das, was alle haben, nochmal wieder neu. So, in den Neustarts läuft Folgendes an. Gott, du kannst ein Arsch sein, läuft an. Da habe ich, hab ich sehr viel Material bekommen von dem Filmverleiher, die den Film natürlich pushen wollen. Till Schweiger spielt da mit, Sinje Islinger, Max Hubacher. Das ist aber kein Till Schweiger-Film selbst, sondern gedreht hat das... Ich frag ihn trotzdem nicht. Gedreht hat das André Erkau. Und wenn ich mich recht erinnern kann, war der mal... In Stuttgart hat er irgendeinen Film vorgestellt bei der Sneak. Kann das sein? André Erkau. Es gab zumindest... Kann sein. Ja, ich weiß nicht mehr. Also Happy Burnout hatten wir auf jeden Fall in der Sneak gehabt. Ja, und Happy Burnout, ja. Kann das sein? War der war lustig. Hatte der Arschkalt, genau, bei Arschkalt 2011 war der in Stuttgart bei der Sneak Preview und hat den Film vorgestellt. Wenn ich's schaffe, dann suche ich mal die Folge raus, weil wir haben den hinterher interviewt gehabt und... Genau, also allein deswegen kann man den vielleicht mal gucken, weil der André Erkau, der hat irgendwie eine ganz coole Art, so wie er seine Filme so dreht und so. Und von der Art und Weise her ist es nicht so das Übliche und es ist auch kein, wie ich schon sag, kein Till Schweiger-Film, obwohl er mitspielt. Ne? Und ja, anschauen vielleicht. Ja, niemals, selten, manchmal, immer. Ein Drama, eindringliches Drama über ein junges Mädchen, das ungewollt schwanger wird und versucht, den Gesetzmäßigkeiten der Abtreibung in ihrem Bundesstaat zu entfliehen. Okay. Jetzt haben wir irgendwie wahrscheinlich die Jim Knopf übersprungen, oder? Ja, weil den hatten wir ja quasi schon als Preview drin, okay, in den Charts. Und deswegen dachte ich, haben wir den einfach, okay, mal akzeptiert, dass der auch kommt. Ja, niemals, selten, manchmal, immer. Da hat die Filmfirma auch sehr viel geschrieben. Die Misswahl läuft auch noch an. Der Beginn einer Revolution hatten wir schon in der Sneak Preview gehabt. Ja, yep, die Sneak der letzten Woche. Ist ja ganz gut. Dann haben wir von Regisseur Oskar Röhler ein Drama, nämlich seinen 16. Spielfilm mit dem schönen Namen Enfant Terrible. Ja, dem widmet er dem deutschen Filmmacher Rainer Werner Fassbinder. Mit Oskar Röhler, von Oskar Röhler mit Thomas Schmauser, Moritz Bleibtreu, Caroline Herfurth. Ich glaube, das war es dann auch schon, weil das andere sind so Wiederaufführungen. Oder ach, der Formel-1-Film? Hallo? Ja, das ist eine Wiederaufführung, das ist doch nicht mehr aktuell. Gib Gas, ich will Spaß. Ja, mit Nena, genau. Und ja, die anderen Sachen laufen hier nicht an. On ja. The Rocks? On The Rocks, der kommt aber auf Netflix, glaube ich, oder? Ja, wie gesagt, also die anderen der Sachen. Der neue Bill Murray. Ist der nicht Apple TV? Ja, was weiß ich schon. Apple TV kann auch sein. Ja, ein Apple Original, Entschuldigung. On The Rocks. Ja, da freue ich mich drauf. Den wollten wir doch sehen. Ja. So, am 28. September. Oh, das kann ja auch nicht sein. 21 Jump Street soll eine Wiederaufführung doch, oder so. Also jetzt ja, als 4K. 4K Ultra HD. Ja, gut. Ist ja nichts Neues. Das geheime Leben der Bäume, das war ja sehr lange in den Kinocharts drin. War sehr ziemlich erfolgreich. Ist ja, glaube ich, auch in der Bestsellerliste ein sehr erfolgreiches Buch gewesen. Ne? Und ja, die Dokumentation, also wer sich das mal anschauen möchte. Gibt es jetzt in der... Es ist nicht nur 21 Jump Street, sondern auch 22 Jump Street. Okay. Also beide. Ja, das ist 4K. Da frage ich nochmal, wann kommt 23 Jump Street? Es waren so viele Vorschauen da drin. Ich hätte den gerne. Ja. Fantasy Island. Unrated Cut. Oh. In der Blumhouse. Neue Interpretation. Fantasy Island. Lässt der mysteriöse Unrated Rogue. Also ich habe den ja gesehen. Die geheimsten Wünsche seiner Gäste. Ja, du hast ihn gesehen, hatten wir in der Sendung, ne? Ja, hat mir gefallen, ehrlich gesagt. Also ich kann, fand den der sehr... Der kommt jetzt, glaube ich, der kommt jetzt, glaube ich, bald auf Sky. Oh, dann könnt ihr den ja Fantasy auch mal gucken. Island. Ja. Ich glaube, im Store gibt es den schon, das heißt, der wird bald im Cinema kommen. Also Unrated, ich werde mal gucken bei schnittberichte.com, eine kleine Werbung hier, Grüße. Da steht ja immer drin, was dann so die Unterschiede sind zu den Fassungen. Da werde ich mal gucken, was da so alles drin ist, ob sich das lohnt. Aber er hat mir ganz gut gefallen, habe ich ja schon erwähnt. Heute haben wir eine kleine News-Rubrik. Weiß nicht, habe ich da überhaupt einen Jingle gehabt? Ach ja, hier. News.
Ich habe tatsächlich letzte Woche ein was vergessen, was ich eigentlich gedacht hatte, oh, das muss ich unbedingt erwähnen. Denn hier bei mir, ein Steinwurf entfernt und bei euch ja auch fast, in Ludwigsburg ist ja die bekannte Filmakademie. Und die haben ja immer mal auch so Beiträge entsandt für den animierten Film bei den Oscars und so weiter. Und jetzt hat wieder ein Ludwigsburger Filmhochschüler den Studenten-Oscar gewonnen für seinen Animationsfilm The Beauty, heißt der. Und wenn ihr in unserem Dokument den unteren Link mal bitte anklickt, den von SWR, da könnt ihr zum Beispiel auch so ein paar Clips sehen, die da mit drin sind in dem Film. Und boah, das sieht so gut aus. Also was jetzt mit Animationstechnik schon machbar ist, das ist total krass. Also ich werde dann auch den Beitrag mit verlinken. Dann könnt ihr geschätzte Hörerinnen den auch mal anschauen. Also, boah. Und das hier als Studentenprojekt. Ne? Also es geht mehr oder weniger in diesem Kurzfilm um eine Wasserwelt mit so Fischen, die allesamt sehr, sehr gut animiert sind und aussehen. Also es sieht aus wie ein echtes Aquarium. Und dann geht die Kamera aber doch mal ein bisschen weiter rein und man sieht, oh, da ist ganz viel so Plastikmüll und sowas, also Verschmutzung der Meere. Und das ist ja, wie gesagt, ein kurzer Clip gewesen und hat den internationalen Oscar für den besten Studentenfilm, Kurzfilm gewonnen. Ja, bei der virtuellen Zeremonie in Los Angeles und soll dann auch am 21. Oktober gibt es dann die richtige Zeremonie, da wird er dann auch gewürdigt. Ja. Aber es ist jetzt halt schon bekannt geworden, dass er gewonnen hat. Also herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Ja, also hier in der Nähe geht's echt gut ab. Ich habe auch eine News. Sieht beeindruckend aus. Okay, dann mach du mal. Ich habe nämlich noch zwei. ich habe eine News. Samuel L. Jackson spielt Nick Fury in seiner eigenen Nick Fury-Serie auf Disney Plus. Okay. Ja! Also geht es nur um Nick Fury. Also nicht um die Avengers oder. Nee, Nick Fury, ja. Da wird da auch irgendeiner von den Avengers mit auftauchen, bestimmt, oder? Bestimmt, ja. Also. Keine Ahnung, wann und wie und was das spielt, aber es wird eine Nick Fury-Serie geben und er spielt. Und das finde ich sehr schön. Ja. Ja, mal gucken. Also es war ja jetzt lange Zeit Ruhe, dadurch, dass natürlich auch keine Kinostarts stattfinden konnten. Ich habe übrigens mal verschiedene Filmverleiher, von denen wir immer hier so Pressesachen bekommen, habe ich mal angeschrieben, weil mich mal echt interessiert, wie momentan eigentlich der Stand ist bei Filmproduktionen. Ja, also das USA, Hollywood ist ja auch sehr stark betroffen von dem ganzen Thema, was jetzt gerade grassiert. Ne? Da interessiert mich halt mal das Thema. Ich weiß, dass zum Beispiel Animationsbranche, die arbeiten unter Hochdruck, weil das geht ja auch. Ne? Da kannst du abgeschottet, irgendwie kann jeder sein Zeug programmieren und animieren. Da bin ich mal gespannt, was dann so mit einem gewissen Zeitversatz, was dann so für Projekte rauskommen. Ich denke mal, da werden wir vielleicht richtig geile Animationsfilme sehen, anstatt Realfilme. Ja, oder halt Realfilme mit sehr wenig Realanteil, sondern mehr mit CGI oder so. Bin gespannt. Ich habe ja gesagt, ich habe noch zwei News. Es gibt eine neue Serie auf Disney Plus auch. Heute ist sehr viel Disney Plus. Also Disney Plus, wenn ihr irgendwie meine Kontonummer braucht, dann meldet euch. Und zwar, der heißt Der geheime Club der zweitgeborenen Royals. Ist sie schon raus? Ist am 25. September auf Disney Plus gestartet. Und da muss ich reingucken. Sah am Anfang so ein bisschen Spy-kitzig aus. Ist aber dann doch wahrscheinlich ein bisschen cooler, weil da geht es halt wirklich um die im Schatten der hochwohlgeborenen Kinder stehen, die darauf vorbereitet werden, hier nun irgendwelche Amtsgeschäfte zu übernehmen. Und da in Wirklichkeit dann, was weiß ich, im Trainingslager richtig trainieren können, irgendwelche Sachen, die Welt retten und sonst was alles. Also ist wahrscheinlich ein Teenie-Film, aber sag. Ist es ein Film oder eine Serie? Lass mal kurz gucken. Start des Disney Plus Originals steht hier nur im Rahmen des Starts. Oder ist es ein Film? Ich weiß gar nicht. Also es startet auf jeden Fall. Kannst ja mal einen Blick reinwerfen hier. Kurzinhalt. Secret Society of Secondborn Royals. Ey, glaubst du es hier? In der ganzen Pressemeldung steht nicht drin, ob es ein Film ist oder eine Serie. Also liebe Walt Disney Company Germany GmbH, ihr könnt das mal ein bisschen, also wenigstens mal schreibt, okay, ein Film, 90 Minuten oder so, steht nicht drin.
steht nur der ganze Inhalt drin und, oder irgendwas, oder wenn es eine Serie wäre, dann was weiß ich, eine Staffel mit so und so vielen Folgen, nicht steht drin. Schande. Shame. 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 So, ich habe noch eine News, auch Walt Disney, meine Güte, heute. Nee, das ist aber jetzt Walt Disney Company, also nicht Disney Plus. Nämlich, wir haben was bekommen, die Verschiebung von Kinostartterminen. Ist ja vielleicht für den einen oder anderen Hörer oder für eine Hörerin auch interessant. Tod auf dem Nil ist verschoben vom 15.10. auf den 17. Dezember. Also wird dieses Jahr wahrscheinlich noch kommen. Dann Kingsman The Beginning ist verschoben vom 25.02.2020, also von Februar 2020 auf Februar 21, also ein Jahr nach hinten. Black Widow, das könnte ja uns interessieren, verschoben vom 29.10. diesen Jahres auf den 6. Mai nächsten Jahres. Ja. Dann Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, das ist ja auch dieses Marvel-Ding, wo sie mal so ein bisschen chinesische, diese chinesischen Figuren benutzen, ne? Ihr wisst da bestimmt mehr drüber als ich, verschoben vom 29.04.21 auf den 8. Juli 21, also ist noch ein bisschen weiter weg. Chris, Deep Water. Ja. Wie kommt da nichts bei dir? Der Film mit Ben Affleck und Ana de Armas, wo Ben Affleck... weil Ana de Armas, weil er die nicht mehr so richtig halten kann, weil er ihr erlaubt, dass sie mit anderen verkehren darf, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, und dann aber reihenweise ihre Liebhaber plötzlich versterben. Ja? Ja. Ne? Ana de Armas in vielen Sexszenen mit vielen verschiedenen. Nicht interessant, okay. Ben Affleck soll einfach die Finger von dir lassen, ganz einfach. Okay, also ist verschoben. Wo ist das Problem? Du musst ja dein Kreuz im Kalender updaten. Ist vom 11.02.21 auf den 4. November 21 verschoben. Also fast ein ganzes Jahr nach hinten. Und noch West Side Story interessiert mich jetzt nicht. Vom 17.12. diesen Jahres auf 9. Dezember nächsten Jahres. So. Okay. Ja also. Ach, Eternals war noch, habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, Eternals ist auch der Marvel-Film, ist auch verschoben. Habe ich aber gerade jetzt meinen Tab zugemacht. Ich habe kurz recherchiert. Ja, Ana de Armas. Ich habe kurz recherchiert. Oder? Nee. The Secret Society of Second Born Royals ist ein Film und er geht 1 Stunde 30. Das kann man machen, ja. Okay, ja, jetzt kommt wenigstens ein bisschen neues Material bei Disney Plus. Also ich war schon geneigt, da das mal abzubestellen hier, weil irgendwie kam nichts Neues. Und die ganzen jetzt Star kommt Wars. Ja, WandaVision kam doch jetzt auch der Trailer. Ja, vor. Ja, ich sag ja, jetzt kommt wenigstens was Neues. Der Trailer aber sieht so geil aus. Irgendwie war ja die ganze Zeit nur Star Wars. Das kannte ich dann alles schon irgendwie. Ja, du musst dich halt auch mal mit anderen Dingen beschäftigen. Zum Beispiel mit den ganzen Dokus, die es da gibt. Ah ja. Und den Doku-Serien. Snoopy hatte ich dann auch geguckt. Ach nee, es war Apple. Snoopy ist Apple Plus. Ja, stimmt, es war Apple. Apple TV Plus. Jo, naja. Also, viele Filme verschoben, aber es gibt ja immer noch ein paar Kinostarts und die hört ihr auch hier bei uns, was da so Neues gibt. So, jetzt bin ich aber gespannt hier. Rätselecke. Heute gibt es ja wieder eine echte Competition. Chris ist dran, er stellt ein Rätsel und Kate darf heute anfangen und solange, bis sie darf nur Ja-Nein oder wir dürfen nur Ja-Nein-Fragen stellen und wenn einer Nein bekommt, ist der Nächste dran mit Fragen und mal gucken, wer es dann löst. Okay, ich bin mal gespannt, ich glaube, das Rätsel ist so, ja, vielleicht ist es auch viel zu einfach, ich weiß es nicht. Dann kann es ja die Kate gleich lösen. Und zwar, wir hatten ja vorher den schönen Film Baby Teeth, ne? Und wo ja Ben Mendelsohn mitspielt. Und Ben Mendelsohn hat ja auch schon mitgespielt in 2 Marvel-Filmen. Der erste ist Captain Marvel, der zweite ist Spider-Man Far From Home. Da war er auch zu sehen. Und damit haben wir auch schon die Brücke geschlagen zum heutigen Rätsel. Und zwar steht oder hat auf dem, der Koffer von Peter Parker hat, also von Spidey,
Der Koffer von Spider-Man bei der Abreise, wo übrigens extrem viele Fun Facts mit drin sind, zum Beispiel das Geburtsdatum von Spider-Man als 10. August, weil da kam auch das erste Spider-Man-Comic raus. Aber auf dem Koffer drauf ist eine Abkürzung und zwar BFP. Und jetzt ist die Frage von mir an euch, wofür steht die Abkürzung BFP? Ja, Kate, also, warte mal, das ist... Kate ist dran, ich hab schon eine Lösung. Also B und P weiß ich, bin ich mir fast sicher, aber das F weiß ich nicht. Ich schätze mal, dass es der Koffer von seinem Onkel ist, also von seinem doch Onkel ist. Und somit Ben und dann der Zweitname mit F und dann Parker. Aber ich weiß nicht, wie der Zweitname ist. Was sagt der Erik? Na, war das richtig? Du musst ja das mal... Na, ich will jetzt wissen, was du sagst. Jetzt vergleichen wir die beiden Lösungen. Was weiß ich, Big Fucking Package oder sowas. Ja, ich glaube, Erik hat definitiv diese Runde gewonnen. Big Fucking, das ist gut. Nee, Kate ist tatsächlich relativ sehr nah dran. Ah, na dann. Also es steht nicht für Ben, sondern für Benjamin. Benjamin. Nein, Ben ist noch nicht abkürzt. Und dann ist halt die Frage, wie der Zweitname ist. Wenn ich das F löse, habe ich dann gewonnen. Nee, Kate hat eigentlich dann gewonnen. Weißt du das? Puh. F? Ja, ich. Ich habe jetzt gesagt, irgendwie Frank oder. Ich weiß nicht. Ich würde Franklin sagen. Benjamin, ja. Franklin. Franklin. Benjamin Franklin Parker. Siehst du mal. Ha, siehst du? Ah, siehst du, Kate, hast gewonnen. Das war zu einfach, oder? Das war viel zu einfach. Wir wollen das nächste Mal wollen so, ein schweres Rätsel. So, dafür gibt es nächste Woche ein Harry Potter Quiz. Aus welchem Film ist das? Das nächste Mal wollen wir ein schweres Rätsel. Nächste Woche gibt es ein Harry Potter Quiz und das werde ich. Dingsen, ist es nicht aus. Ich mache nächste Woche von Harry Potter. Wie heißt das mit dem Messer? Scream? Nein. So, was? Das ist meine Lieblingsszene bei Stirb langsam 3. Wo sie ans Telefon gehen und da kommt ja, ich ging nach St. Ives im Morgengrauen, ich traf einen Mann mit 7 Frauen, 7 mal 7, und dann fangen die an, übelst rumzurechnen, so, nein, falsch, übelst, ganz knapp dran, und dann gehen sie ran, haha, das war ganz einfach, das nächste Mal war mein schweres Rätsel. Ja, und glaubst du, so eine ähnliche Szene gibt es auch bei Scream? Kann sein, ja. Ja. Also, das nächste Mal dann, Kate, bin sehr gespannt, oh yeah, was dann kommt. Also Harry Potter, ich weiß nicht, Chris, also ich bin da total blank. Also da kann sie theoretisch die einfachsten Sachen fragen, wo hier die Leute alle mit Facepalm. Ich glaube, Erik, wir würden da schon dran scheitern, wenn sie fragt, aus welchem Material sind die hölzernen Zauberstäbe? Ja, und da haben wir jetzt schon das Problem, dass es ganz viele verschiedene gibt. Da müsste ich dann eher speziell fragen, aus welchem Material ist zum Beispiel Harry Potters Zauberstab? Weil das besteht ja aus mehreren unterschiedlichen Holzarten plus Kern. Vibranium. Das ist, nee, das auch nicht. Mit welchem Zauberstab reden wir? Also rein theoretisch könnte ich einfach eine meiner Trivial Pursuit Harry Potter Karten nehmen und irgendeine Frage stellen und ihr würdet sie nicht erraten. Das kann man machen, aber ist halt scheiße. Mache ich auch nicht. Ich suche mir was Eigenes aus. Genau, kannst ruhig machen. Ja. Also es muss ja nicht zwingend Harry Potter sein. Also kann ja auch, kann ja auch ein guter Film sein. Ich habe es jetzt lange aufgeschoben. Es wird etwas aus der Welt von Harry Potter sein. Okay. Diese wunderschöne magische Welt. Ba-boom. Okay. Der Erik. Bin gespannt. Also ich setze mal das Kreuzchen hier zu dir rüber. Zack. So. Und dann sind wir auch schon bei den Musiktipps. Wenn ich es finde. Auf welcher Taste waren das jetzt? Ach, hier. Ja, Musik. Ja, es ist dunkel hier. Ich habe kein Licht an. Ja, ich muss gerade tatsächlich noch kurz was raussuchen, Entschuldigung. Ja, okay, dann hole ich mal ein bisschen aus. Ich war ja tatsächlich mal bei einem Autokonzert unter Corona-Bedingungen. ich habe das auch deswegen gemacht, weil das war ja hier in Stuttgart auf den Kulturvasen. Und das dient ja mehr oder weniger dazu, um alle Künstler und alle Beteiligten, also alle, die auch so Bühnenaufbau machen, denen geht es ja momentan echt schlecht, weil ja gerade nichts stattfinden kann. Und ich hatte so...
ja, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich da hingehe, weil ich gehe ja sehr gerne auf Konzerte und so. Und ich habe echt mit mir gerungen, ob ich mir sowas antue, ja, so unter diesen Bedingungen. Dann habe ich gedacht, komm, ey, denen geht es allen so schlecht, wenn ich da noch ein bisschen Geld in den Hut werfen kann, dass die ein bisschen besser geht, dann ja. Und das war echt weird. Also, weil man steht halt echt so weit auseinander. Du fährst halt mit den Autos hin. Vorne hatten sie noch so Lounges gemacht. Das war natürlich dadurch, dass wir am Freitagabend da waren. Wer sich erinnern kann, Nieselregen, 13, 14 Grad oder so. Ne? Also die in den Lounges, die hatten echt nicht so die beste Zeit. Aber gut, man stand natürlich dann mehr und hat ein bisschen rumgedanced. Aber dadurch, dass halt alles so weit versprengt war, war halt nicht so richtig Gruppendynamik da und es war halt alles irgendwie, war halt trotzdem schön, die Band mal wieder gesehen zu haben. Ich habe die schon oft live gesehen, aber es geht nichts über so ein richtig schön zusammengepferchtes Clubkonzert hier irgendwie im Witzemann oder so, 300 Leute in einem kleinen Saal oder so. Wenn es der Schweiß oben von der Decke tropft, ne? Und ja, da geht viel mehr ab. Deswegen von mir V&V Nation mit Nova, Shine a Light on Me von der immer noch aktuellen CD Noir. Sehr schöner Song, der auch lief und ziemlich gefeiert wurde. Und wo auch der Sänger fast ein bisschen gebrochene Stimme hatte, weil es so gut angekommen ist. So, jetzt habt ihr auch was. Kate, was hast du? Ja, ich habe einen wunderbaren Song von Jupiter Jones ausgewählt. Dieser heißt Denn sie wissen, was sie tun. Singen die auf Deutsch? Mhm. Ja. Klingt so englisch. Oh ja, das ist ein cooler Song, ja. Der ist einfach geil, der Song. Und Chris? Ich wollte erst Zuckerwasser nehmen und dann habe ich ja festgestellt, hatte ich schon auf der Liste. Ha! Ja. Macht ja nichts. Ja, ich habe von der schönen, netten Band Rikas oder Rikas, ich weiß nicht, kennt ihr die? Habt ihr von der schon mal gehört? Nein. Die haben unter anderem ein wunderschönes Album 2018 rausgebracht, ein Kurzalbum mit dem Namen Swabian Samba. Die kommen nämlich hier aus der Region. Die sind, also denn ihr Webhosting läuft alles zum Beispiel da in Korndal zusammen. Henne, die auch einen VfB-Song. Ey, ich weiß nicht, ich hoffe nicht. Aber Rikas, klingen anscheinend so nach Kalifornien und guter Laune. Warum steht denn hier Debütalbum Showtime Out Now? Ja, das ist, weil es ein großes Album ist. Und ich habe mich da für den Titel Tortellini Tuesday entschieden. Ja, geil. Oh, Tortellini, lecker. Oh, die haben sogar eine Tour angekündigt. Ey, 9.3. Stuttgart-Witzemann. Wenn bis dahin Corona durch ist, gehen wir da hin? Ja, jetzt hörst du erstmal an, ob das was für dich ist und so. Aber ich höre es mir an. Wenn es mir gefällt, dann, also Witzemann ist ja mein Lieblingsclub gerade in Stuttgart. Ja. Sind echt geile. Habe ich auch mit, die hatten auch ein Crowdfunding, weil es denen so schlecht ging. Da habe ich einen Gentner mal getroffen. Im Witzemann. Ach ja, stimmt, hier bei Fanta 4, ne? Gente, auch. Ja. Ron Robert. Ja, aber den Gente habe ich angequatscht. Hey, Gente. Mit dem habe ich, ein Selfie gemacht. Na gut, so, Rikas. Guter. Gibt es das auf Spotify? Hast du schon mal geguckt? Oder? Ja, natürlich gibt es das auf Spotify. Ich nehme doch nichts, was es auf Spotify nicht gibt, um hier die Liste kaputt zu machen. Hier in Bredouille bringen. Gibt es überhaupt was es nicht auf Spotify gibt? Ja, oh, da gibt es einiges. Ja, oh ja. Ja, gibt es viel, was es nicht gibt. Ja. Die meisten tun doch jetzt schon auf Spotify rausschauen. Ja, die ganzen Gina Wild-Songs gibt es nicht. Oh, schade. Doch, es gibt tatsächlich was von Gina Wild. Und ich möchte da ganz, ganz kurz übrigens, weil es einfach zu unserem Thema passt, was aufgreifen. Nicht von, oh Gott, ihr seid so. Ich lache nur, weil ich gespannt bin, was da jetzt kommt. Das, was bei einem sehr schönen Podcast, wie heißt der, Alliteration am Arsch, schon mal gehört? Oh, ein toller Podcast. Ja, sehr, sehr schöner Podcast. Und da kommt, glaube ich, in der letzten Folge oder sowas, oder in dieser Folge, Filmtitel. Oder in der vorletzten Folge, ganz am Ende kommt so, Filmtitel, wenn du dir vorstellst, ist ein Porno. Ja. Erik, du erinnerst dich? Ja, ich fand das auch sehr lustig. Da hatten sie ja so Bud Spencer-Filme. Ja, genau. Vier Fäuste für ein Halleluja und sowas. Ja. Und ich denke, also wenn man alleine heute hier schon das wieder anschaut und sich dann vorstellt, okay, vielleicht steckt ein Porno dahinter. Also Hollywood-Türke, ja, okay. Aber Enola Holmes. Haha.
Ich rede sich erst von Milla meets Moses. The Postcard Killings. Aber da gibt es, denke ich, ganz arg vieles. Und hier haben wir das Niveau erreicht. An dem Moment, da ist es. Nein. Also, ich möchte nur mal sagen, es ist eigentlich eine nette Idee, einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, da gibt es einiges Witziges dann. Ja, vielleicht fällt uns das dann in den nächsten Wochen, wenn wir Filme vorstellen, dann auch nochmal ein, dass es auch gut passen könnte. Ja, als Pornotitel. Wobei wir ja nicht wissen, warum, weshalb, wieso. Also wir kennen das ja nicht. Wir mutmaßen ja du nur. Nur in der Sneak, ja. Wenn du während der Sneak, wenn der Film dich langweilt, wieder was schaust. Das ja. Ich möchte noch einen kurzen Aufruf starten. Oh. Ich hatte das ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, als ich zuletzt mal mitgemacht habe. Aber leider kam nichts. Und deswegen möchte ich gerne nochmal den Aufruf an unsere Zuhörer starten. Ich verbringe gerade ja sehr, sehr viel Zeit mit dem Tablet und am Fernseher, weil ich ja noch zu Hause bin. Mir geht so langsam die Ideen aus, was für neue Sachen ich angucken könnte. Deswegen, vielleicht gibt es ja das eine oder andere Must-See auf Netflix oder Amazon Prime oder auf allen Streaming-Diensten unseres Vertrauens, dass es schon länger gibt. Also jetzt muss ja nicht das Neueste vom Neuesten sein, aber dass es schon länger gibt, was einfach oft untergeht unter den anderen großen Neuerscheinungen. Oder eine totale Geheimtipp-Serie, die ich vielleicht noch nicht kenne. Gangs of deswegen, London. Ich fände es super, schon gesehen. okay. Deswegen einfach haut doch mal ein paar Tipps raus. Gerne in den Kommentaren oder ihr schickt mir eine E-Mail mit an kate@kinocast.net. Net? Ja. Net? Ja, sie da, hab ich dir gesagt. Vielleicht komme ich da mal auf ein paar neue Serien oder Filme, die ich noch nicht kenne. Das wird schwierig. Das wäre toll. Dazu vermuten, ja, was weiß. Du noch nicht kennst. Vielleicht solltest schon klar, du mal vielleicht irgendwo eine Liste veröffentlichen, was du schon gesehen hast, dass die Leute gucken können. Ja, aber vielleicht gibt es da draußen einen Hörer, der sagt, hey, auf Amazon gibt es so eine fettgeile Serie, die ist sowas von unterbewertet, die wird nie genannt und die wurde auch noch nie besprochen und die Kate muss die jetzt mal angucken. Und dann schickt er mir den Namen und ich habe die Serie tatsächlich noch nicht gesehen und dann gucke ich da rein. Vielleicht gibt es ja. Schwör. Ja. Und nein, ich meine damit nicht Rick and Morty. Chris. Ja, guck doch mal in Rick and Morty rein. Ja, oder wie heißt die andere? Central City. Wie hieß die komische? Ted Lasso ist super. Angucken muss. Ted Lasso ist genial. Ted Lasso ist geil. Naja. Fußball ist unser Leben. Genau, Dani Rojas. Dani Rojas. Okay, jetzt franzt es langsam ein bisschen aus. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Ich bin ja schon ruhig. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die sich das bis hierhin gegeben haben. Vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen und damit die Sendung hier am Leben halten. Vielen Dank an alle, die kommentieren, teilen und so weiter. Macht weiter so. Tschüss. Ciao. Danke, ciao. Ich schalte jetzt mal auf das Bayern-Spiel um. So. Ja, schalt mal um, dann kann ich mitgucken. Buh. Ja, du bist schon umgeschaltet, Chris. Bayern. Bis bald im Kinocast.